Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind in Latzholm. Sollten etwas essen und wir haben ja noch Ungeziefer im Keller. Und nichts zu essen. Ruina Oh, baby, I wouldn't do this for anybody else. Das ist aber auch dunkel hier unten. Der hätte den Pilz in der Tasche. Vielleicht war er deswegen so. Und ihr merkt das aber noch? Nimm das, du Lump! Better you than me. Warum ist das so dunkel hier? Arthur hatte den Dreh raus. Der hatte hier doch irgendwie ein bisschen mehr Licht. Spritze im Bett. Wir brauchen was zu essen. Was haben wir denn? Ja, ich dachte hier an so ein paar Johannisbeeren. Die haben Arthur immer ganz gut getan. Oh, wir können hier gar nicht kurbeln. Arthur konnte hier kurbeln und den Strom einschalten. Ne, Kurbeln sind für unsere Sally zu mysteriös. Ist aber merkwürdig. Oh, super, ein Metallrohr. Vielleicht sind wir auch zu früh hier.
Sie fürchten das Licht. Ja, deswegen, ich hätte das auch gerne hell hier drin. So. Sally kann das nicht. Okay, ein wenig Nachtklee sammeln wir jetzt. Das sind nicht mal Zombies. Wow. Der auch noch mit seiner Axt. Supper's over. Wolf! Wolf! Gar kein Wolf. Feuer! Aua! Mit der Axt! Noch so eine! Also. Oh, this is a lot more satisfying than undermining the other girl's confidence. Na, Arthur konnte auch besser zuhauen. Taking vanilla and chocolate together, you can lose your balance. Ach so, sie ist das mit dem Safe. Oh, die haben wir jetzt auch gefunden. Arthur hat sie auch gefunden. Mrs. Marley's Brief. Hm. Liebster Archie, ich bezweifle, dass du das hier je lesen wirst, mein Schatz. Aber falls doch, verzeih mir bitte. Ich weiß, dass ich auf die vierte Geschmacksrichtung warten sollte, aber ich konnte nicht mehr. Das Erbrechen war so schlimm, war schon schlimm genug, aber dann kamen die Erinnerungen zurück. Sie schrien förmlich, täglich, den ganzen Tag lang. Ich höre sie immer noch da draußen, aber es ist still. Wenn man ein bisschen mit ihnen redet, werden sie leise. Obwohl man weiß, dass man sie anlügt, und sie wissen es auch. Es ist eine Geisterstadt da draußen. Die Straßen sind voller Geister. Die meisten von ihnen sind Freunde. Aber es gibt kaum etwas zu essen. Ich hatte gehofft, noch etwas länger
etwas von meinem Geld zu haben, aber ich bewahre es in einem Safe auf und habe den Schlüssel verloren. Du magst mich als törichte Frau belächeln, aber ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich glaube, wenn es mir gelingt, den Safe aufs Dach zu hieven, kann ich ihn aufs Straßenpflaster fallen lassen. Mit ein wenig Glück wird er aufspringen. Ich wünschte, du wärst hier, um zu helfen. Du bist mechanisch doch so geschickt. Not a very well-made safe, is it? Hat geklappt. Der Safe ist auf. Vielen Dank. Stone soup, eh? Hatte sie noch eine Nachricht oder so etwas? Holt eure Toten raus! Gott, das ist Mrs. Harley am 15. Oktober 1964 um 0 Uhr. Wer hat sie aus dem Fenster gestoßen? Wohl derjenige, der versucht hat, das zu stehlen, was in ihrem Safe war. Ich frage mich, ob sie noch etwas Nützliches bei sich hat. Yep. Hatte sie? Und wenn sie hier liegt, dann war doch ganz in der Nähe... Da war doch diese mysteriöse Truhe, meine ich. Ja, aber das ist hier alles anders diesmal. Wow. Hoppla, hier wohnt ja jemand. Before we begin, please listen to a personal message for our prudent friend. Who's our prudent friend? Das hat sich Arthur auch gefragt. Oh. Mit der Axt. Axtmörder in der Nacht. Oh. Die werfen ja richtig krass. So many beautiful plants, and only some of them are lethal. Die ist nicht so dumm, dass sie da in die Bienen läuft. Nur ein paar Blümchen. Der stand da gerade so schön. Nachtklee wollen wir doch sammeln. Wie bist du darauf gekommen? Oh Mann. Das sind mir zu viele jetzt.
Wo geht's denn hin jetzt eigentlich? Oh, Peachys letzte Mission. Moment, Peachy. 15. Oktober 1964. Um 1 Uhr. Ach, ich kann nicht fassen, dass die Leute hier im Garden District Puppenspiele aufführen. Keine Nachtschmetterlinge finden wir so. Ich wollte doch auf die Karte gucken, um zu gucken, wo wir hinlaufen jetzt. Oh, ja, prima. Oh. Kommt mir so vor, als wäre unsere Sally heute ein bisschen langsam. Wir haben ja auch Hunger. Durst. Oh, was haben wir denn geschafft in dieser Folge? Eigentlich haben wir nur die Verseuchten in Latzholm haben wir beseitigt. Sonst haben wir nicht viel geschafft, oder? Eine Aufgabe gefunden? Ja doch, wir haben die Toten haben wir geschafft. Bringt eure Toten raus! Schaffen wir das wohl? Wow. Ach, wir haben gar nichts mehr. Oh. Oh nein, jetzt bluten wir auch noch. Antiseptischer Verband hilft dabei, dein Blut in deinem Körper und von deinen Klamotten fernzuhalten. Heilt zudem Infektionen, stoppt Blutung und beseitigt Wundinfektion. Ah, dieser hier reicht. Ah, das sieht knapp aus jetzt.
Ach so, da steht jedes Mal was anderes. Was ist los? Niemand hat Sally Boyle je beschuldigt, Sanguinikerin zu sein. Aber wie sich herausstellt, hat sie doch viele Blutkörperchen. Sally hat vor kurzem in der Carnaby Street für Furore gesorgt, auch wenn wir sie vermissen werden. Solange sie auf Urlaub ist, schätzen wir ihren modischen Abgang. Rot hat ihr immer gut gestanden. Wow. Na, dann dürfen wir jetzt alles nochmal machen. Ja, in der nächsten Folge dann. I suppose I can get there from any hatch, now that I've got the code. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Before we begin, please listen to a personal message for our prudent friend. The fox is in the henhouse. The fox is in the henhouse. Who's our prudent friend?